Was hat denn Steuerung F jetzt auf Instagram gepostet? Oh Gott, sie machen ein Statement. Okay, dann gehen wir natürlich rein. Ich lese das mal vor und wir schauen uns das mal an. Steuerung F wurde ja zu Grabe getragen. Aber da man den Boden rund um das zugeschüttete Grab nicht festgetreten hat, haben die sich nochmal gemeldet und einen Zettel aus dem Grab gereicht. Ich lese mir das jetzt mit euch zusammen durch und wir ordnen das ein. Unser Statement zu Rezos Vorwürfen gegen Steuerung F. Der YouTuber Rezo hat ein Video veröffentlicht, in dem er unser Format Steuerung F journalistische Fehler vorwirft. Steuerung F hat darauf geantwortet. In einem neuen Video sagt Rezo jetzt, die Fehler seien die Antwort sei unehrlich. Er wirft dem Format noch mehr Fehler vor. Es gebe Framing, Strohmann-Argumente, Widersprüche und Falschaussagen in dem Video. Unsere Haltung. Fehler sind menschlich. Aber Fehler müssen richtig und transparent aufgearbeitet werden. Falls das hier nicht passiert ist, wäre das ein echtes Problem für uns. Falls das nicht passiert ist, können wir bitte festhalten, dass das nicht passiert ist? Wir nutzen daher die Winterpause von Steuerung F und werden alle Vorwürfe mit dem Team im Detail prüfen und das Ergebnis veröffentlichen. Solange erscheint kein weiteres Video, sollten sich die Vorwürfe bestätigen, werden wir schauen, was wir ändern müssen, damit alle journalistischen Regeln in jedem Fall eingehalten werden. Holy shit. Sie haben eine f***ing ÖR-Prüfung. Steuerung F hat eine ÖRR-Prüfung. Rezo spricht außerdem einen Instagram-Post an, den wir zu der Steuerung F-Recherche veröffentlicht hatten. Diesen Vorwurf haben wir bereits aufgearbeitet und zeigen euch hier die ganze Wahrheit. Am 29.11.2023, der Post geht online. Wir hatten ihn vorher an Steuerung F geschickt, sie haben ihn freigegeben. Nach knapp 2 Stunden ruft ein Kollege vom ZDF Royal an. Punkt 3 stimmt so nicht. Richtig ist, die Behörde Rhein-Neckar-Kreis hat eine laufende Kontrolle wegen des Umzugs eingestellt und die danach zuständige Behörde hat keine Kontrollen veranlasst, weil sie nicht wusste, dass sie jetzt für Moor zuständig ist. Es ist aber falsch, dass es gar keine Kontrolle gab. 15 Minuten später nehmen wir den Post offline. Nachmittags. Steuerung F informiert uns, dass sich The Quality Group, die Firma hinter Moor Nutrition, bei ihnen gemeldet und gedroht habe, rechtlich gegen den Post vorzugehen, wenn er nicht eh schon offline wäre. Wir schreiben, dass wir den Post gerne korrigiert neu posten würden und die Korrektur transparent machen wollen. Am nächsten Tag, nachmittags, nach mehreren Korrekturschleifen gibt es eine neue Textfassung. Da eine Klage im Raum steht, holen wir unseren Juristen ins Boot. Er sagt, unsere Richtigstellung sei eine Einladung an Moor, uns abzumahnen. Vor allem, wenn wir selbst sagen, dass vorher ein Post mit einem fehlerhaften Vorwurf online war. What? Also, ist der einzige Grund, warum man das nicht postet, weil man sich rechtlich angreifbar macht? LOLXD. Am 1.12.2023 mittags. Nach langer Diskussion beschließen wir, keine Korrektur zu posten, sondern auf Steuerung F zu verweisen. Wir nehmen die Sorge unseres Juristen sehr ernst, einigen uns aber darauf, wenigstens eine Story zu posten. Wir streiten ewig über diese Formulierung. Wir sagen, dass die Verkürzung der Vorwürfe auf knapp 4 Stichpunkte nicht ganz geklappt habe. Für uns war das ein Kompromiss. Aus heutiger Sicht war das ein Fehler, weil wir nicht transparent waren. Wir hätten genau schreiben müssen, was genau falsch war und wie es richtig ist. 1.12.23. Diese Story geht online. 2.12. Rezos erstes Kritikvideo geht online. Oh Gott, Digga. Also, was wir daraus lernen. So einen Fall gab es bisher noch nie. Wer diese Insta-Seite kennt, weiß, dass wir sonst immer zu unseren Fehlern stehen. So einen Kompromiss machen wir nicht nochmal. Wir waren aus Sorge vor juristischen Folgen nicht so transparent, wie wir das zu Recht von uns erwarten könnten. Das war falsch und kann nicht der Maßstab eines öffentlich-rechtlichen Angebots sein. So korrigieren wir Fehler auf diesem Account. Kleine Fehler korrigieren wir in der Caption oder in einem angepinnten Kommentar. Inhalte, bei denen wir die Perspektiven fehlen, ergänzen wir mit weiteren Posts oder Insta-Posts, die diese Perspektive abbilden. Inhalte, die relevante, faktische Fehler enthalten oder falsche Vorwürfe, nehmen wir offline und korrigieren sie innerhalb von 48 Stunden mit dem eigenen Post. Okay, das Ding ist ja jetzt, es ist ja anscheinend noch nicht, also ist es jetzt korrigiert? Ist es nicht korrigiert? Ich glaube, jeder weiß, dass es korrigiert ist. Also ich, natürlich will ich jetzt gar nicht in Zweifel ziehen, was der Jurist dazu gesagt hat. Ich glaube, dass es aber überhaupt keine Rolle spielt, diese Informationen nicht zu korrigieren für rechtliche Schritte.
Wenn man rechtliche Schritte einleitet, leitet man die auf Basis der initialen Fehlinformation ein. Es kann unter Umständen leichter oder schwerer werden vor Gericht, aber der Schaden ist ja entstanden. Ich gehe also nicht davon aus, dass eine Korrektur dazu geführt hätte, dass Moore jetzt nicht vor Gericht geht. Die werden das ja wahrscheinlich so oder so machen. Und mit der Korrektur jetzt ist es ja eh vom Tisch. Jetzt ist so viel Aufmerksamkeit auf diesem Thema gelandet, dass es ja eh egal ist. So, jetzt wird ja so oder so gesagt, Digga, I don't know. So, das kommt jetzt von Funk. Es scheint noch etwas von Steuerung F selbst zu geben. Liebe Community, wir wollen uns bei euch nach Rezos erneutem Kritikvideo melden. Wir nehmen die Kritik sehr ernst. Gemeinsam mit Funk werden wir die einzelnen Vorwürfe sorgfältig prüfen und diese Aufarbeitung vor den nächsten Videos veröffentlichen. Dafür nehmen wir uns auch in der aktuellen Winterpause Zeit. Fehler und Ungenauigkeiten werden wir analysieren und auch wie wir solche in Zukunft verhindern können. Unser Anspruch ist es, über Themen zu berichten, die euch bewegen, über aktuelle Geschehnisse und qualitativ... Berichten, die euch bewegen, über aktuelle Geschehnisse und gesellschaftliche Entwicklung. Ihr erwartet zu Recht von uns qualitativ hochwertigen Journalismus. Wir setzen nun alles daran, eure Erwartungen zu erfüllen. Wir verstehen, dass viele von euch Fragen haben. Wir hoffen, dass wir diese zeitnah beantworten können, euer Steuerung F-Team. So, also, ich weiß nicht, ob die das nicht verstanden haben. Ich möchte das hier nochmal ganz klar in Frage stellen oder überhaupt definieren. Keine Ahnung, ob die das checken oder nicht. Das Steuerung F-Ding ist durch. Es wäre kein Problem gewesen. Also das Problem ist ja nicht, dass sie einen Fehler gemacht haben. Das Problem ist, wie mit diesem Fehler umgegangen wurde. Und das ist nun mal kein Meinungs-YouTuber-Beef. Das ist auch kein, der hat das gesagt und jetzt wird ein Ansagevideo veröffentlicht. Die Kredibilität von Steuerung F ist so ernsthaft, also die Glaubwürdigkeit dieses Formates so ernsthaft beschädigt, dass alles, was im Anschluss passiert, in Zweifel gezogen wird. Und alles, was vorher passierte, ebenso. Jedes Mal, wenn das Ackermann-Team oder die beteiligten Redakteure an gewissen Recherchen beteiligt waren, wird das in Frage gestellt. Ich habe das auch schon in Konsequenz umgesetzt. Ihr habt vielleicht mein Steuerung F-Video gesehen auf YouTube und habe mich diesbezüglich bei meiner eigenen Reaktion bei Parabelritter entschuldigt. Jetzt nicht persönlich, aber im Rahmen des Videos. Ich kann das auch gerne hier nochmal machen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, Digga. Weil ich davon ausgehen muss, dass diese Arbeit grundsätzlich ein Problem ist. Ein grundsätzliches Problem. Besonders, wenn das in dieser Vehemenz falsch gemacht wurde. Mit dieser Niedertracht und mit diesem Bewusstsein. Alles, was hier thematisiert wird, hat wenig bis gar nichts mit der initialen Dokumentation zu tun. Nicht mehr, sondern es hat viel und alles eigentlich damit zu tun, dass die Aufarbeitung dazu bewusst mit Relativierung, Verzerrung, Strohmann-Argumenten durchsetzt war, um sich in ein besseres Licht zu setzen. Sich nach dem ersten, was habt ihr da gemacht, Video nochmal hinzusetzen und zu sagen, wir doublen down, ist ein offensichtlich irreparables Problem. Also es ist nicht zu reparieren. Und es spielt für mich, also natürlich ist es schön zu sehen, dass Steuerung F oder das Funk Steuerung F jetzt kontrolliert und sagt, was sind die Ergebnisse? Toll. Aber unabhängig von den Ergebnissen ist das für mich durch. Das Format kann gerne und sollte auch, so wie es ist, eingestellt werden. Und man sollte sich auf ein anderes Format konzentrieren, das mit höheren Standards und Verbesserungen an den Start geht. So wie das hier gelaufen ist, ist das vorbei. Das Ding ist für mich durch. Und ich sage für mich, weil ich natürlich für euch nicht sprechen kann. Für mich ist es durch. Alles, was aus diesem zukünftigen Inhalt kommt, wird in Zweifel gezogen und in Frage gestellt. Ich mache mal ein kleines Gedankenexperiment. Man stelle sich vor, dass ein gesellschaftlich relevantes Thema von Steuerung F bearbeitet wird. Siehe, Minderheiten und Diskriminierung werden aufgedeckt. In einer Branche, in der tatsächlich Minderheiten und Diskriminierungen stattfinden. Dann ist die Recherche von Steuerung F für das Thema schädlich. Weil das bedeutet, man stelle sich vor, es gibt tatsächlich in einem bestimmten Bereich thematisch relevante Sachen, die man aufarbeiten muss. Und die sind gesellschaftskritisch oder die sind gesellschaftlich relevante Geschehnisse, wie es hier steht. Dann schadet man mit der Recherche durch Steuerung F dem Thema selbst. Es funktioniert nicht, weil das dann niemand glaubt. Einfach aus dem Grund, weil es von Steuerung F kommt. Und das wird so lange dauern, oder würde so lange dauern, dass das macht keinen Sinn.
die Vertrauenswürdigkeit ist dahin, die Glaubwürdigkeit ist dahin, die Kredibilität ist dahin. Das spielt dann keine Rolle. Nochmal, das ist für einen Meinungs-YouTuber oder für irgendeinen YouTuber, für mich, selbst für mich ist das eigentlich egal. Das spielt keine Rolle. Wenn irgendein Meinungs-YouTuber irgendein Ansagevideo an Rezo gemacht hätte und die hätten sich gebieft, dann wäre das, würde das keine Rolle spielen. Aber hier geht es um ein öffentlich-rechtliches Format. Und dieses öffentlich-rechtliche Format wurde so zu Grabe getragen, ich habe das am Anfang gesagt, dass das durch ist. Ich würde jetzt also trotzdem noch die Fehler aufarbeiten, würde sie nochmal präsentieren und sagen, ja, ja, hier sind die Fehler. Und dann würde ich sagen, wir haben uns dazu entschieden, Steuerung F, das Team Steuerung F zu einzufrieren oder das nicht mehr die Redakteure für dieses Format nicht mehr zu nutzen. Wir werden das Format auch erstmal einstellen und werden mit einem neuen, verbesserten Format an den Start gehen. Und das wickeln die dann in der Winterpause ab und kommen dann neu hin. So, und dann würde man, und dann würde ich auch sagen, ey, das ist ein guter Move. Das ist ein guter Move. Weil das würde dafür sprechen, dass man da Konsequenzen zieht. Alles andere wird nur dazu führen, das, was ich eben gerade gesagt habe, dass jegliches Thema darunter leidet, nur weil sie es abdecken. Und das muss nicht sein. Ich persönlich würde das schade finden und ich denke, dass hier nicht Hopfen und Malz verloren ist, sondern dass einfach, dass man das nur retten kann, indem man es abschließt und neu eröffnet. Anderer Name, andere Redakteure, verbesserte Herangehensweise. Daumen hoch.